Moin meine Lieben, wir sind mal wieder bei Jubilä Weber, gucken uns die neuen Super AVI Modelle an. Wir haben alle vier hier vor Ort, schauen wie sie sich im Makro schlagen und diskutieren, ob 46 mm nicht doch ein bisschen zu groß ist. Das und mehr seht ihr heute, ich wünsche euch viel Spaß, auf geht's! Stefan, wir sind mal wieder bei euch zu Gast, bei Jubilä Weber in der schönsten Stadt der Welt. Gelsenkirchen-Buer, moin. Danke, dass wir filmen dürfen. Danke, dass wir uns die neuen Modelle anschauen dürfen, den Super AVI. Alle vier, wir haben alle vier, gut, zwei jeweils am Arm und die beiden anderen Varianten vor uns liegen. Das ist schnell gegangen. Release ist rausgekommen und ihr hattet die Uhren direkt am selben Tag bei euch vor Ort. Ein Riesenkompliment auch am Breitling Deutschland. Uhren vorgestellt und die waren schon in der Post, so dass wir den Kunden abends die Uhren direkt schon zeigen konnten. Das also ist immer klasse. Wir haben sie ja auch im Live vorgestellt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, nach dem Video könnt ihr da auch vorbeischauen. Mit der Webercam, wo der Stefan dann die Uhren dann auch, beziehungsweise die Moskito gezeigt hat und da präsentiert hat live. Das war, denke ich mal, auch eine sehr schöne Aktion. Aber wir wollen uns das Ganze jetzt im Makro-Level angucken. Die Super AVI-Reihe basiert nämlich auf einer alten Linie, auf einer etwas älteren Uhr von 1953, der AVI 765, der sogenannten Co-Pilotenuhr. Und das ist eine Uhr, die Breitling damals herausgebracht hat, damit die Co-Piloten, wenn sie quasi den Außencheck vom Flugzeug machen, 15 Minuten stoppen können. Und der Totalisator hatte somit einen 15 Minuten Counter-Timer, wo die sehen konnten, okay, 15 Minuten sind um und ich habe das Flugzeug fertig geschickt. Und Stefan, wenn wir uns jetzt das Design der neuen Super AVI angucken, dann sind wir da immer noch verdammt nah dran, oder? Ja, absolut. Super Design Übernahme aus den 50er Jahren. Wir haben arabische Ziffern, wir haben die, besonders bei der Mustang, die beige Leuchtmasse. Wir haben wirklich eine klasse Gehäusesprache an die alte Uhr angelehnt. Vor allem auch die Markierung bei den 15 Minuten oder bei den Minuten der Sekunde. Super genial gelöst. Das stimmt. Also auch hier bei der Moskito ist es jetzt in Roh dargestellt, aber auch bei den anderen Modellen ist genau das hervorgehoben, wie es halt auch bei dem Originalmodell aus 1953 gewesen ist. Nur der Durchmesser, der hat sich geändert. 46 mm. Und da habe ich schon viel gelesen. Oh mein Gott, die Uhr kann ich doch nicht tragen. Der Stefan hat einen Handgelenksumfang von... Ich habe einen Handgelenksumfang von 16,5 cm. Die Uhr ist mega. Als ich die Uhr präsentiert bekommen habe auf dem Papier, war ich echt so 46, so boah, warum machen die denn jetzt wieder so eine große Uhr wieder? Ich bin so positiv überrascht, als ich die Uhr jetzt um hatte, ich würde sie so tragen, bin ich ganz ehrlich, passt super einfach ans Handgelenk, auch bei schmalen. Liegt aber auch an dem Lack-zu-Lack-Abstand. Von den technischen Daten 46 mm Durchmesser, aber über die Hörner gemessen. Da haben wir nur 51,5 mm und da geht auch nochmal ein riesen Shoutout raus an Breitling, wenn ihr auf die Website guckt. Die haben alle Daten da, die haben die Höhe, die haben die Breite, die haben den Durchmesser, die haben eben auch diese Lack-to-Lack-Distance, Werksbeschreibung, alles dabei. Und das ist halt auch der Grund, warum die 46 mm eben wegen der Lack-to-Lack von 51,5 mm noch gut tragbar sind, auch für kleinere Handgelenke. Ich meine, ich habe einen Handgelenksumfang von 18,5 cm. Und ich finde, die Uhr passt sehr, sehr gut. Da trägt sich gefühlt mein Breitling Avenger noch ein bisschen größer, weil der über die Hörner gemessen auch ein bisschen länger ist. Aber auch dicker. Aber auch dicker, ja gut, das muss man auch das sagen. Das muss man halt ganz klar sagen. Und aufgrund der Formsprache des ganzen Gehäuses, dass du hast ein sehr schönes gewölbtes Saphirglas, die Lünette geht an den Seiten schön runter. Es passt sich einfach extrem gut ans Handgelenk an. Große Uhren tragbar machen, das ist was, was Breitling kann. Was Breitling noch kann, sind neue Werke. Und wir haben hier... Juhu, seit langem mal wieder in dem Super AVI einen alten Bekannten verbaut, nämlich das Breitling B04-Werk. Das ist ein Schaltradchronographenwerk mit echter GMT-Funktion. Und 70-Stunden Gangreserve. 70-Stunden Gangreserve, Schaltradchronograph, hatte ich gerade schon gesagt. Und weswegen ich sage echter GMT, wir haben halt hier die Besonderheit, dass man die Uhrzeit, das heißt den Stundenzeiger, in Stundenschritten weiter verstellen kann. Ihr Lieben, ich habe in einer anderen Zeitzone gewohnt sehr lange. Ich war Expat in China und in Mexiko und wenn man dann quasi im Flieger sitzt von Deutschland nach Mexiko oder von Deutschland nach China fliegt, dann ist das eine gute Hilfe, wenn man nichts anhalten muss bei der Uhr. Das heißt, die kleine Sekunde läuft weiter, die Stoppsekunde läuft weiter und man stellt einfach nur den Stundenzeiger einmal 6, 7 Stunden vor oder zurück. Das ist schon eine ziemliche Erleichterung und ich finde ein schönes Detail für eine Fliegeruhr. Das ist, sage ich mal, die einzige
sinnvolle Komplikation eigentlich in der heutigen Zeit noch. Besonders als Pilot, wenn du viel unterwegs bist in den verschiedenen Zeitzonen, das Genialste, was du haben kannst. Wir haben 4 Modelle vorgestellt bekommen von Breitling. Eigentlich 5, aber die Mustang gibt es in 2 Varianten, einmal in Stahl und einmal in Rotgold. Wir haben unterschiedliche Blattfarben und jedes Modell entspricht quasi einem bestimmten Flugzeugtypen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Modell an. Das ist eine Variante mit rein blauem Ziffernblatt und auch die Torte der Saturn sind hier nicht abgesetzt. Trotzdem haben wir hier das B04 Innenhauswerk verbaut. Stefan, die blaue Variante entspricht welchem Flugzeug? Du kannst das so schön aussprechen. Das ist die Corsair. Und ist halt auch ein Flugzeug, Zweiter Weltkrieg entwickelt, hauptsächlich für den Bereich auf Flugzeugträgern. Hatte Flügel, die man anklappen konnte. Wegen Platzmangel auf den Flugzeugträgern, denke ich mal. Genau, und ist somit eins der schnellsten Flugzeuge überhaupt gewesen. Sehr schönes Blau. Es ist kein Sonnenschliffblatt. Es ist auch kein raues Blatt. Es ist so ein Wechsel. Wir haben so einen leichten Ansatz von Sonnenschliff. Wir haben ein schönes Farbspiel. Es hat so eine Schieferblattform, Struktur, je nachdem, wie man guckt, finde ich. Schöne Streifen von oben nach unten. Die Totalisatoren sehr schön wieder in diesem Schaltplattenmuster, ja, wie man das vom Breitling ja sehr, sehr häufig sieht. Aber ansonsten von der Kombination her extrem gelungen. Schöne dreidimensionale Tiefe vom Zeigerspiel her bis zum Datum hin. Und gerade wenn man die Uhr jetzt so hält, in den Spezifikationen steht 15,9 mm Höhe. Wir haben sehr stark bombiertes Saphirglas. Deswegen ist die auch recht schwer zu filmen, wenn ich ehrlich bin. Aber das trägt natürlich auch mit bei zu der Höhe. Und ob der 46 mm, ich finde, die trägt sich jetzt nicht kopflastig. Eine andere Variante, die wir vor uns liegen haben, ist die Curtiss Warhawk. Das ist ein Flugzeug, auch meine ich, aus dem Zweiten Weltkrieg, was dafür genommen wurde, um Panzer zu zerstören oder anzugreifen. Richtig, genau. Mit grünem Ziffernblatt. Ich mag das Grün. Wir haben hier farblich silber abgesetzte Totalisatoren. Wir haben rote Highlights in der Minutenanzeige. Stellt euch das mal nicht nur am Lederarmband vor, sondern auch am NATO-Band oder am Canvas. Breitling hat ja sehr schöne, auch grüne, Textilbänder. Die haben sehr, sehr schöne, grüne Textilbänder. Das würde hier super zu passen, oder? Ja. Es gibt Lederbänder für die Uhren. Wir haben 24 mm Bandanstöße. Der Stefan hat kein Problem. Ich habe auch kein Problem. Ich bin jetzt beim Band im dritten Loch. Aber wenn man einen größeren Handgelenksumfang hat, könnte das enger werden. Ich weiß, dass bei der Premierlinie Breitling irgendwann auch noch längere Bänder mit angeboten hat. Genau, bei der Premier Heritage war es halt so, die haben die Uhren vorgestellt. Die Uhren wurden an einer Bandlänge ausgeliefert, aber Breitling hat ziemlich schnell die extra langen Bänder nachgeschoben und veröffentlicht, so dass man da auf jeden Fall die Möglichkeit auch hat, längere Bänder zu bestellen. Ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass sie jetzt erstmal sich darauf konzentriert haben, die Uhren in der Standardbandvariante länger rauszubringen und dass wir ziemlich zeitnah auch die längeren Bänder bestellen können. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem. Vor allem bei 46 mm Durchmesser an ein etwas kräftigen Handgelenk muss dann halt auch einfach mal ein bisschen längeres Band dran. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, wir haben hier 24 mm Bandanstöße. Ich denke mal, da kann man sich auch bei den anderen Bändern, die es schon gibt, in länger von Breitling aktuell bedienen. Und wenn ihr jetzt im Normalbereich seid, also ich mit 18,5 cm oder Stefan 16,5, da kommt ihr mit den aktuellen Bändern auf jeden Fall klar. Ja. Stahlbänder gibt es aktuell noch nicht. Es gab die für die normale Aviator-Linie, die normale Avi-Linie. Wir haben sie noch nicht mit bei den Super-Avis. Was ich allerdings auch noch spannend finde, also ich mag ja auch Stahlbänder, das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Wäre schön, wenn da auch noch was kommen würde, aber wir haben ja auch noch das nächste Jahr, das übernächste Jahr. Vielleicht tut sich da ja auch noch was bei den Modellen. Ich denke mal da auch, dass George Kern da halt einfach ganz klar gesagt hat, wir wollen in die geschichtliche Schiene erstmal wieder rein, das ganze Thema AVI 8 aufbringen mit der Co-Pilot von damals, um da einfach diese 4 Modelle, / 5 Modelle, ein bisschen wieder nach vorne zu bringen. Ich denke, das wird auch der Grund sein, warum die diese Vintage-Leder-Kalbbänder dort jetzt an der Uhr erstmal rausgebracht haben. Und die fühlen sich gut an, verjüngen sich, werden ein bisschen dünner, gehen von 24 auf 20 mm runter. Wir haben die Standard-Breitling-Faltschließe, die man übrigens auch bei den Kautschukbändern damit verwenden kann. Genau, bei den neuen. Bei den neuen Kautschukbändern. Wir haben
eine Fliegeruhr und es ist kein Schwingen-Logo drauf. Und meine Lieben, ich bin ja eigentlich auch ein großer Freund der Schwingen. Bei der AVI und bei der Super AVI mache ich da aber auch eine Ausnahme, weil im Endeffekt, wenn ihr euch die Skizzen anguckt oder die Bilder von den alten Modellen, die hatten damals auch das Original B und eben nicht das Schwingen-Logo drauf. Und wenn mich ein Unternehmen kriegen kann, dann mit Historie. Und das passt für mich dann dementsprechend. Und ich finde auch, wir haben hier einen Chronographen, wir haben hier eine GMT-Anzeige. Das Blatt wirkt trotzdem nicht überfüllt und ich glaube, das trägt auch, oder da trägt das B auch mit zu bei. Ne? Schwinge wäre zu viel, ist meine persönliche Meinung. Und dadurch, dass du halt einfach die Historie hast, wie man halt auch auf den Bildern sieht von dem alten Co-Pilot, von der alten Co-Pilot, ist es halt einfach so, dass dort das klassische B eigentlich für mich persönlich auch drauf gehört. Wir haben noch zwei weitere Modelle, ihr Lieben. Wir haben jetzt einmal die Corsair angeguckt, wir haben die Curtiss Warhawk. Ich habe an meinem Arm eine Variante, die mir sehr gut gefällt, und zwar ist das die Mosquito. Und das ist die einzige Variante in der Kollektion, die dann auch noch eine Keramiklünetteneinlage hat. Richtig. Finde ich super spannend, auch vor allem ob der roten Highlights. Das heißt, wir haben einmal die Lünetteneinlage in Keramik auf 12 Uhr dann mit einem roten Highlight. Ja. Ist übrigens eine beidseitig drehbare Lünette mit 12-Stunden-Skalierung. Die Klicks habe ich jetzt, müsste ich zählen. 60 Klicks. Man hat auf dem Reo die 24-Stunden-Anzeige. Und man kann halt, wie gesagt, noch die Lünette zusätzlich nutzen zum Zeimen, wenn man das möchte. Das finde ich erstmal ganz praktisch. Ja, also ich muss sagen, ich finde die Mosquito auch extrem gelungen. Ich mag die Unterteilung der Zeiger. Ja, die ist gut. Das ist richtig klasse gemacht. Ich finde die von der Optik her gut, aber ich habe das gleiche Problem wie bei der Tudor Chrono. Ich finde, aufgrund des gewölbten Saphirglases, finde ich das Weiße so langgezogen. Und das stört mich so ein bisschen im Auge. Also, was ich jetzt aber, ja, das gewölbte Saphirglas verzerrt hat so ein bisschen das Ziffernblatt. Gibt der Uhr natürlich einen gewissen Vintage-Charme, aber sollte man vor Augen haben. Ich persönlich finde es allerdings nicht so schlimm. Aber ja, man, je nachdem, wie man guckt, verzerrt das so das Ziffernblatt, wenn man stark auch von der Seite dann drauf guckt. Genau, und das habe ich so vom Auge, also persönliches Empfinden ist das ganz klar, habe ich jetzt bei den anderen Varianten mit dem dunklen Inlay nicht so massiv. Also auch da nochmal zur Erklärung, zum Beispiel die Curtiss hat den Rehaut in der gleichen Farbe wie das Ziffernblatt. Die Mustang genauso, die Corsair genauso, nur die Mosquito hat halt diesen Rehaut, der ein bisschen abgesetzt ist, in derselben Farbe wie die Totte der Saturn. Da sieht man das stärker als jetzt bei den, ich sag mal, Modellen, wo wir den Rehaut gleichfarbig haben. Richtig, genau. Das letzte Modell, was der Stefan dann hat, das ist die Mustang. Mustang P51, ja. Ein besonderer Favorit von dir. Ja. Warum? Ja, gab eigentlich mal so eine kleine Geschichte. Bin mit 13, 14 bin ich zum Segelfliegen gekommen. Mhm. Und das war, ich weiß nicht, 5., 6. Flug in Nordhorn, Klausheide. Mein ehemaliger Flugplatz, also liebe Grüße. Grüße gehen raus. War mein 5., 6. Flug. Und dann irgendwann hat man nur gesagt, ja, komm hier, halt, stopp, klingt nochmal aus. Beim Segelflugzeug klingt es ja mal ein, um hochgezogen zu werden. Mhm. Da fliegt gleich die Mustang. Und du sitzt so in dem Flugzeug und wartest und du hörst nur von hinten, und dann so in 30 Meter Höhe direkt über dich knallt das Flugzeug mit einer Lautstärke. Also ganz ehrlich, da sind die Autos von heute leise gegen. Apropos Autos, Mustang ist einmal der Name vom Flugzeug. Wegen des Flugzeuges hat Ford ihren Ford Mustang genannt. Und gut, die Uhr heißt auch Mustang ob des Flugzeuges. Was war das Besondere an der Mustang, an der P51? Das war eigentlich ein Prototyp und die Entwicklungszeit. Jetzt lasst mich lügen, ich meine, es waren circa 12 bis 16 Wochen. In der Zeit, wo das Flugzeug nur entwickelt wurde. Das ist nicht viel Zeit für einen Flieger. So, aber war eins der besten Flieger im Zweiten Weltkrieg. Aber kleiner Funfact bei der Mosquito. Mosquito ist ein Holzflugzeug gewesen, weil der Rohstoff, was bei den ganzen anderen Flugzeugen benötigt wurde, Aluminium, Eisen etc. Das wurde knapp. Und aus der Not hat man dann die Mosquito, was ein Transport oder auch ein Bomber war, hat man dann einfach gesagt, man nimmt Holz. Leichtbau. Richtig, Leichtbau. Ich habe aber eine Frage an dich. Was denn? Was ist denn deine persönliche Meinung zu der Preispositionierung von 9.600 bzw. 9.700 Euro bei der Mosquito?
Preis, ja, gute Frage. Ich bin ehrlich, ich finde den Preis schon schwierig, weil es ist eine Menge Geld, 9.600 Euro. Ich hätte mir gewünscht, dass sie unter 9.000 Euro geblieben wären. Wenn man sich dann aber überlegt, wie Breitling sich positioniert, wir haben den Navitimer mit B01-Werk am Navitimer-Band am Stahlband dicht dabei, 8.400 oder 8.200 Euro. Irgendwo zwischen 8 und 8,4, müsst ihr hier selber nachschauen. Irgendwo in diesem Bereich. Dann müssen sie natürlich jetzt mit dem B04, wir haben mehr Komplikationen da dran, sich ein bisschen höher positionieren. Und sie müssen sich natürlich dann auch am Wettbewerb orientieren, weil wir haben ja Zenit noch mit dem Chrono Master Sport zum Beispiel über 10.000 Euro und auch andere Marken wie Omega. Da muss man ja irgendwo zwischenpassen. Dementsprechend verstehe ich die Positionierung, hätte mir aber, wenn ich ehrlich bin, auch gewünscht, dass sie vielleicht unter 9.000, knapp unter 9.000 geblieben wären. Also ich bin froh, dass sie unter 10.000 geblieben sind. Auch gut, fairer Punkt. So muss man das sehen, weil Breitling ja auch ganz klar sagt, die wollen die Preispositionierung etwas nach oben treiben. Mhm. Sieht man ja, sag ich mal, alleine aufgrund der Superchronomaten mit den verschiedenen Komplikationen der Chrono und auch den Vierjahreskalender, der liegt ja auch bei 14.000 Euro. Man muss es halt in Relation setzen, wo die Marke halt das Modell positionieren will und man muss halt auch immer die Konkurrenz und die eigene Kollektion mit berücksichtigen. Ja. Aber bevor wir das Ganze jetzt rund machen, das Video, Stefan, welche von den vier Varianten ist dein Favorit? Ja, war klar, Mustang. Bist du dran. Mustang. Und es ist eine schöne Uhr, gerade im Stahl mit der Lume, die sich nochmal ein bisschen abhebt. Die ist sehr schön geworden. Ich persönlich, ich hätte erst gesagt die Mosquito und ich finde die Mosquito klasse. Deswegen habe ich sie auch am Arm. Aber ich muss sagen, ich finde auch die Curtis Warhawk sehr gut, weil du hast diesen Military-Look, du hast das grüne Ziffernblatt und ich glaube fast, das ist mittlerweile auch gerade in The Metal mit mein Favorit. Mag aber auch in der polierten Lunette liegen. Ich mag halt auch ein bisschen Bling und das Lichtspiel, das seht ihr jetzt nicht ganz so gut hier. Das ist aber sehr, sehr schön. Das ist schon eine sehr schöne Uhr. Und grüne habe ich ja auch noch nicht in der Sammlung. Da müsste irgendwann auch mal was kommen. Die dann aber am Textilband, glaube ich, wirklich an so einem schönen Canvas. Aber meine Lieben, jetzt sind der Stefan und ich erstmal richtig gespannt, was ihr von den Neuvorstellungen haltet. Schreibt das unten fleißig im Kommentarfeld. Wie findet ihr die Super Avi mit dem B04-Werk? Teilt das gerne mit mir und der Community. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Stefan, dir noch meinen herzlichen Dank, dass ich so spontan vorbeikommen durfte und das Ganze abfilmen durfte. Sehr gerne. Ich bin ja auch mal froh, wenn du da bist und es macht mir inzwischen auch sehr, sehr viel Spaß hier mit dir und Bernhard immer vor der Kamera zu sitzen und bei der Community kommt es ja auch anscheinend gut an, also von daher nehme ich mir sehr, sehr gerne die Zeit, um das mit euch zusammen zu machen und euch auch die Möglichkeit zu geben, sowas immer ziemlich schnell zu sehen. Ja, finde ich klasse, danke. Und es kommt auch noch ein bisschen mehr mit dem Bernhard, mit dem Stefan, beziehungsweise auch mit Juwelier Weber, weil Glashütte Original müssen wir auch noch ansprechen. Also da kommt auch noch was. Aber ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke von den Super Aviator Modellen gefallen. Alle vier Varianten hier mal in Farbe und bunt sozusagen. Wie dem immer sei, wünsche ich euch allen jetzt noch eine richtig gute Zeit. Kommt gut ins Wochenende bzw. in die neue Woche. Und ich sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Stefan und ciao. Konstantin. Ciao.